So, ich befinde mich hier in einem sogenannten Test-Account, wo jetzt nicht wirklich irgendwelche Daten drinnen sind, die ich nicht hätte zeigen sollen dürfen. Und wir wollen jetzt eine YouTube-Kampagne erstellen. Das heißt, wir gehen hier mal auf Kampagnen und gehen hier auf dieses Pluszeichen. Ja, also für Leute, die sich noch nie mit Google AdWords beschäftigt haben, die werden jetzt, die haben manchmal ein bisschen Probleme, dieses Pluszeichen hier zu lokalisieren. Und dann gibt es hier eben die Option Neue Kampagne. Ja, und hier vorgefertigte Kampagneneinstellungen könnte man hier einladen, wenn man diese zum Beispiel schon über Spezialisten oder eine Agentur oder eben im Falle eines Kunden, mit dem ich zusammenarbeite, als Agentur vorliegen habe, könnte man die hier einfach hochladen. Ja? Aber wir nehmen jetzt hier mal eine neue Kampagne. Wir machen jetzt hier einfach so ein Showcase. Ja, hier sind wir in einer Maske, die sich auch in den letzten Jahren und Monaten immer wieder ein bisschen verändert hat. Ne? Also die sich auch immer mehr sozusagen auch ein bisschen, was jetzt YouTube oder was YouTube-Videos grundsätzlich betrifft, sind doch einige Parallelen zu Facebook. Also falls du schon Erfahrung hast mit Facebook-Werbung, Facebook-Werbung, die Art und Weise, wie, nach welchen Kriterien das Ganze abläuft und wie es aufgezogen ist. Also da sieht man schon sehr starke Parallelen, dass sich das Ganze immer weiter annähert und letztendlich ist YouTube-Werbung auch fast im Grunde eigentlich auch vergleichbar mit einer gewissen Art und Weise mit Facebook-Werbung. Völlig anders eigentlich funktioniert YouTube-Werbung als ja, Google Ads als traditionelle Google Ads. Ja? Und deswegen sage ich mal, YouTube ist eigentlich keine Suchmaschine wie Google an sich, sondern eigentlich eine Plattform, wo einem Dinge vorgeschlagen werden, eben fast schon vergleichbar mit Facebook. Aber wir wollen hier, und ähnlich wie bei Facebook auch, kannst du hier auswählen, okay, was ist mein Ziel? Was ist eigentlich mein Ziel meiner YouTube-Kampagne? Na, möchte ich damit Umsätze generieren, Leads, Zugriff auf Webseiten, Produkte und so weiter. Und sobald ich hier eines dieser ja, Ziele auserwähle, presst mich Google bzw. YouTube oder Google in dem Fall in eine gewisse, ja, steckt mich in eine gewisse Schublade. Ja? Und das möchte ich grundsätzlich mal vermeiden. Ja? Und ich möchte hier einfach eine Kampagne ohne Zielvorhaben erstellen. Und dann öffnet sich hier sofort eine weitere Kachel, ja, wo ich eben genau sagen kann, okay, was möchte ich eigentlich genau? Möchte ich jetzt Smart Discovery, Shopping, also wenn man zum Beispiel E-Shops hat, also im E-Commerce unterwegs ist, gibt es hier sehr, sehr gute Möglichkeiten, Videos mit einzubauen, also Suchnetzwerk und so weiter. Wir wollen jetzt einfach Video, ja, eine Videokampagne machen. Dann geht es weiter. Ja, und hier öffnet sich eben nochmal eine zusätzliche Kachel, was den Kampagnentyp, den Kampagnenuntertyp betrifft. Hier kann ich also nochmal Untertyp auswählen, ja, und sagen, okay, was will ich erreichen mit dieser Kampagne, mit dieser Videokampagne, ja, mehr Conversions, Outstream, Instream, oder ich möchte das Ganze benutzerdefinierte Videokampagne machen. Das heißt, ich möchte mich hier nicht festlegen, mit anderen Worten. Nichts anderes heißt es im Grunde. Und das möchte ich jetzt auch erstmal so belassen. Was ich noch kurz vergessen hatte, nicht überspringbare In-Stream-Videos. Das ist also etwas, was ich nicht unbedingt empfehlen würde. Nicht aus persönlichen Gründen, sondern weil, ja, und das ist ja eine sehr aufdringliche Art der Werbung ist. Ja. Und besonders in Deutschland, also im Dachbereich, würde ich da eher von abraten. Outstream ist noch sehr, sehr interessant. Das ist also speziell für Smartphones und Tablets
zielgerichtet dort Werbung zu schalten mit Videos. Und das ist absolut ein Trend, der in diese Richtung geht. Also da gibt es ja Hochrechnungen von Firmen wie Cisco und Citrix, dass innerhalb der nächsten 2, 3 Jahre ja, 80% des gesamten Traffics irgendwie über Video in Kombination mit mobilen Geräten sozusagen abgerufen werden wird, ja, insbesondere von Endkonsumenten. Und das ist schon sehr interessant, ja. Aber für dieses Beispiel, um jetzt auch mehr ins Detail zu gehen, für all diese Optionen würde jetzt auch das Video sozusagen hier sprengen, ja. Also schaut man sich dann, also da kann man sich dann nochmal extra jeweils ein Video anschauen für diverse Showcases später dann, ja. Okay, wir gehen jetzt hier mal auf Weiter. So, ja, hier fangen wir mal an. Hier können wir unsere Kampagne benennen. Hier oben, ich würde es auch möglichst unique benennen, ja, dass ich es eben später wieder finde, wenn ich irgendwann mal, sagen wir mal, 30, 40, 15 Ka verschiedene Kampagnen haben sollte, dass ich halt auf einen Blick genau weiß, welche Kampagne spiegelt welche Werbemaßnahme wieder. Ja, also wenn ich hier zum Beispiel einen Kunden habe, dann ich habe für jeden meiner Kunden zum Beispiel in meiner Agentur ein bestimmtes Kürzel. Und wenn ich jetzt halt einen Kunden habe mit einem größeren Portfolio, dann habe ich für jedes Produkt nochmal ein Unterkürzel, sodass ich eben genau immer matchen kann und immer genau weiß, welche Kampagne spielt gerade genau welches Produkt aus. Und wir können es jetzt erstmal hier so lassen, rein aus Testgründen. Die Geburtsstrategie, hier können wir eben uns auswählen, ja, entweder Ziel CPM oder maximaler CPV, ja, Cost per View. Also ist halt einfach, dass jedes Mal, wenn mein Video angeschaut wird, muss ich eben einen bestimmten Preis dafür bezahlen, ja. Und das ist eben hier CPM, Cost per Mille, also für jede 1000 Aufrufe muss ich eben einen bestimmten Preis bezahlen. Ja? Also wir lassen es jetzt erstmal hier so auf Cost per View. Dann hier ganz entscheidend beim Kampagnenbudget. Da gibt ja Google, hier Google YouTube, die Möglichkeit, ein tägliches Budget hier auszuwählen oder ein Gesamtbudget für die komplette Kampagne. Bei dem täglichen Budget muss ich sagen, dass Google insgesamt das schon ja nicht immer ganz so genau nimmt. Na, also wenn du hier zum Beispiel 10 Euro eingibst, dann schaut Google, dass es immer mindestens 10 Euro sind. Na, also es können dann auch schon mal irgendwie ein bisschen drüber gehen. Und wenn du eben es ganz sozusagen auf den Euro Cent oder auf den Euro genau haben willst, würde ich dir halt empfehlen, also zum Beispiel so mache ich auch für meine Kunden, dass ich also Gesamtbudgets ja, verhandle oder abspreche, ja, und dass dann auch letztendlich das absolute Oberlimit ist und auch nicht mehr Geld ausgegeben wird, als ich mit meinen Kunden vereinbart habe, es sei denn, man erhöht oder verlängert das Budget. Und dann kannst du hier eben dieses Budget eben eingeben. Jetzt zum Beispiel 100 Euro oder irgendwie sowas, ja. Oder 1000. Also ich würde unter 500 Euro keine Kampagne machen. Es lohnt sich nicht wirklich. Dann hier könntest du Start- und Enddatum eingeben. Das davon würde ich einfach mal, also zeitlich gesehen, ja. Wenn du jetzt, das macht eigentlich in der Regel nur dann Sinn, wenn du saisonale Produkte hast, ja. Also du hast zum Beispiel, du machst eine Kampagne für ein bestimmtes Event, ja, und wenn das Event eben vorbei ist, sagen wir mal irgendwie, oder einen Tag bevor das Event stattfindet, ja, sagen wir mal, das findet irgendwie am 8. statt, ne, dann, oder am 9. statt, dann habe ich halt hier nur, soll die Kampagne eben nur bis zum 8. laufen, alles andere wäre ja totaler Unsinn. Und dann teilt sich eben das Gesamtbudget automatisch auf diese 4 Tage, in dem Fall auf diese 4 Tage auf. Ja, würde das Event jetzt sagen wir mal am 15. sein
Und ich, dann würde ich das nur bis zum 14. laufen lassen. Dann hätte ich eben pro Tag entsprechend, wenn die Zeitraum eben so viel länger ist, nur 10 Tage Budget und entsprechend auch weniger Views. Ja. Ja. So, wir kommen jetzt zu den Werbenetzwerken. Hier wird es dann wirklich interessant. Es gibt also hier zwei, ich würde sagen drei grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten, dein Video zu platzieren als Werbung. Das eine ist hier die YouTube-Suchergebnisseite. Das ist also letztendlich vergleichbar mit, ja, ein potenzieller Neukunde tippt irgendwelche Keywords ein, wie zum Beispiel Software, CRM-Software, ja, und du erscheinst dann in der Suchleiste, in der Ergebnisleiste, sorry. Suchergebnisleiste, ähnlich wie in der Google-Suche. Ja, und die zweite Möglichkeit, die sich also sehr stark differenziert von dieser Methode, ist YouTube-Videos. Das heißt, du hast zum Beispiel, bietest eine Dienstleistung an zu einem bestimmten CRM, zu einer bestimmten CRM-Software und platzierst dann deine Werbevideos zu deiner Dienstleistung innerhalb eines Videos oder innerhalb von Videos des Herstellers dieser Software. Ja, also du kannst hier ganz gezielt platzieren. Du kannst sogar dir diverse Kanäle aussuchen, wo du sagst, okay, ich möchte meine Werbung nur auf diesen Kanälen geschaltet haben. Du kannst es auch kategorisch basiert machen, also nur verschiedene Kategorien. Du kannst es nach Altersgruppen etc. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber hier mal grundsätzlich diese zwei Unterschiede. Einmal über eine Google, also über eine YouTube-Suchfunktion. Das ist ein sehr großer Unterschied zu also quasi innerhalb eines anderen Videos dann zu erscheinen. Und da gibt es noch Videopartner im Display-Netzwerk. Das ist auch wieder vergleichbar ungefähr zum Google Display-Netzwerk. Wenn du einfach ganz normale Google Ads schaltest, das nehmen wir jetzt erstmal raus, weil das würde dann unsere Performance wahrscheinlich auch hier verwässern, ähnlich wie ich es auch besonders bei Google Ads nicht unbedingt empfehle, ganz besonders nicht am Anfang. Dann schauen wir mal weiter zur Sprache. Sprache ist ganz interessant, denn es ist also häufig nicht ganz so einfach rauszufiltern, welche Personen welche Sprachen sprechen. Ja? Und von daher sollte man auf jeden Fall hier mal auf jeden Fall mal Deutsch eingeben. Denn wenn natürlich dein Video auf Deutsch ist, dann bringt es natürlich logischerweise relativ wenig, wenn also Leute, die vielleicht zufällig auch gerade in Deutschland sind, aber gar nicht Deutsch, der deutschen Sprache mächtig sind, dann dein Video angezeigt bekommen. Ja, und das sollte damit eigentlich aus, na, ausgeschlossen sein. So. Ja, Land. Hier kann man natürlich nochmal differenzieren. Ja, und was natürlich hier ganz interessant ist, ich kann hier natürlich Deutschland auswählen, aber ich kann hier zum Beispiel auch die Schweiz auswählen. Also viele meiner Kunden zum Beispiel, für die ist auch die Schweiz genauso interessant wie jetzt Österreich zum Beispiel. Österreich meistens nicht so häufig, aber also letztendlich, ich kann das Ganze aufs Dachbereich. Ich kann dann hier zum Beispiel noch, was viele auch vergessen, Liechtenstein. Ja. Dadurch, dass eben Liechtenstein zum Beispiel viele vergessen, ist ja auch deutschsprachig und da gibt es ja auch einige potenzielle Kunden, ja, auch einige wenige größere Firmen, zum Beispiel im B2B-Marketing. Und dadurch, dass eben viele Liechtenstein vergessen, ist es schon mal wieder ein Wettbewerbsvorteil, wenn du es eben nicht vergisst, ja, sozusagen. Hier ganz oben habe ich noch eines vergessen, wollte ich noch ganz kurz dazu sagen. Man kann hier natürlich auch nur das ein oder nur das andere auswählen. Aber wenn man hier beides macht, dann hat man so einen kleinen Remarketing-Effekt. Ne? Also man sieht dann häufig das Werbevideo innerhalb eines Videos. Und wenn man dann mit diesem Video
wenn man da sozusagen die Call to Action nicht verfolgt hat und man ist dann mit dem Videoschauen fertig, dann sieht man das Video letztendlich häufig dann nochmal als Anzeige, ja. Und das ist sozusagen ja so ein kleiner Hack nochmal, ja. Funktioniert in der Regel auch sehr gut. Ja, dann gehen wir mal weiter hier unten auf Inventartyp. Und diese Funktionen sind natürlich sehr wichtig. Also wir nehmen hier auf jeden Fall in der Regel immer empfohlenes im Standardinventar. Aber hier unten könnte man nochmal zusätzlich einige Felder auswählen. Zum Beispiel, es gibt jetzt immer mehr Livestreams. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich will grundsätzlich nicht in Livestreams sein, also es ist gerade so ein mega starker Trend, dann klickst du es hier einfach zum Beispiel an. Ja, und du willst zum Beispiel auch keine eingebetteten Videos, dann kannst du das einfach ausschließen. Ja, ist doch sehr wichtig und ja, insbesondere natürlich, wenn du Inhalte hast, die nicht jugendfrei sein sollten oder dann kannst du hier natürlich entsprechende Altersgruppen auch nochmal grundsätzlich ausschalten, dass deine Videos dann eben nicht oder in nicht jugendfreien, innerhalb von nicht jugendfreien Videos gezeigt wird und ähnliches. Kann sehr wichtig sein. Wenn du es zum Beispiel ausschließen möchtest, dass du Werbung schaltest innerhalb von Videos, die ja Obszönitäten enthalten, ja, irgendwie sogenannte Swearwords auf Englisch, also Fluchwörter, ja, also Ausdrücke halt wie Mist oder irgendwie sowas, ja, also wenn jemand rumflucht, dann kann man hier zum Beispiel das auch auswählen, das ist vielleicht auch ganz interessant, begrenztes Inventar und würde ich in dem Zusammenhang dann vielleicht auch empfehlen, wenn du hier auf Nummer sicher gehen möchtest. Ja, dann gehen wir mal hier unten weiter und zwar auf Conversion. Also Conversion hier ist, das muss man natürlich einrichten, das Conversion Tracking für jedes einzelne Konto. Das habe ich in diesem Testkonto noch nicht eingerichtet, weil ich das eben in einem späteren Video eben live dann zeigen möchte, in einem späteren Tutorial. Und von daher verweise ich da auf das nächste, auf das kommende, noch kommende Video. Hier Geräte ist natürlich auch sehr interessant. Ich kann mich hier, also ich kann hier grundsätzlich auf allen Geräten meine Werbung schalten. Ich kann mich aber hier auch auf einige Geräte sozusagen fokussieren. Also wenn ich jetzt aus welchen Gründen auch immer nur Smartphones kontaktieren möchte mit meiner Werbung, dann kann ich hier entsprechend die Auswahl treffen. Es kann auch sinnvoll sein, ich kann hier sogar so weit gehen, dass ich hier unterschiedliche Gerätemodelle auswählen kann. Ja, also zum Beispiel nur Apple-Betriebssysteme. Ja, warum ist das unter Umständen interessant? Weil nachweislich, also statistisch erwiesen ist, dass alle Apple-Inhaber, also alle Apple-Nutzer in der Regel einen höheren Warenkorb haben wie ja, Windows-Nutzer. Ja, und das kann ich mir hier eben zunutze machen, wenn ich zum Beispiel ein hochpreisiges oder höherpreisiges Produkt habe, wovon ich ausgehen kann, dass es eben Apple-Nutzer auch gern kaufen, kann ich hier entsprechend nur Apple-Nutzer targetieren. Wir lassen es jetzt mal weg. Und Betriebssysteme ganz ähnlich für Home-PCs und Werbenetzwerke. Ich kann zum Beispiel hier auswählen, wenn ich jetzt nur bestimmte Länder, ja, in bestimmten Ländern nur bestimmte Netzwerke targetieren möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Handyverträge verkaufen möchte für einen bestimmten Netzwerkbetreiber, ne, dann kann ich den hier eben entsprechend ausschließen dadurch. Ne? Das würde ja keinen Sinn machen, wenn ich Werbung schalte für Leute, dass sie sozusagen zu T-Mobile wechseln sollen, die aber bereits T-Mobile haben. Ja, und das kann ich eben
ganz gekonnt ausklammern. Ich kann hier natürlich auch sagen, ich klammere WLAN aus. Ja, ist manchmal auch ganz interessant. Okay. Diese Werbeanzeige gesehen werden. Das kennt sicherlich jeder. Wenn man mal irgendwie 50 Mal immer wieder die gleiche Werbung gesehen hat, wird man genervt von der Werbung. Und deswegen sollte man die Anzahl der Impressionen begrenzen. Ich empfehle immer erstmal auf 25 pro Tag und Kampagne, pro Anzeige. Das heißt, eine Anzeige wird nicht mehr als 25 Mal angezeigt pro Tag. Werbezeitplaner ganz täglich ist auch in Ordnung. Dann erstellen wir unsere erste Anzeigengruppe, die nennen wir Anzeige 1, geben unser maximales CPV-Gebot ein, damit Was natürlich auch noch super interessant ist hier, die nächste Kachel hier, der nächste Reiter ist Frequency Capping. Also, hier kann ich natürlich einschränken, wie oft mein Video maximal eine Person pro Tag zu Gesicht bekommt. Also hier zum Beispiel pro Tag, pro Woche, pro Monat. Ich würde zum Beispiel hier sowas eingeben wie ein optimaler Wert ist 18, meistens sowas, 18 bis 20. Spätestens ab dem 20. Mal wird es echt nervig und von daher ist da eine relativ interessante und sinnvolle Funktionalität, die man hier zum Beispiel mit dieser Impressionsbeschränkung hier machen kann. Ja. Und von daher ja, eigentlich eine ganz interessante Funktion. Hier ist der ganz normale Werbezeitplaner, also es ist auch so ähnlich wie in der Facebook. Falls du schon Erfahrungen hast mit Facebook-Werbung, falls nicht, ich kann hier einfach sagen, okay, meine Zielgruppe ist grundsätzlich nicht erreichbar zwischen 9 und 12 und zwischen 1 und 4:30 Uhr nachmittags. Ne? Dann kann ich das hier eben ausschließen. Auch sehr interessant für manche Kampagnen. Hier geht es dann gleich weiter mit einer weiteren sehr interessanten, unter Umständen sehr essentiellen und wichtigen Möglichkeit, meine Zielgruppe weiter zu definieren und zu ja, beschränken, enger zu fassen. Also ich kann ja zum Beispiel Produkte haben, die nur für Frauen interessant sind. Ne? Dann lasse ich das natürlich auch weiblich und ich kann Produkte haben, die nur für Männer interessant sind oder wo ich weiß, dass grundsätzlich Männer sich dafür interessieren. Das ist ganz interessant zum Beispiel, was wir auch einige Kunden haben im Finanzbereich. Also da kann man davon ausgehen, dass so eine Frau auf 100 Männer kommt, die sich sozusagen für das Thema Finanzen, Börse und ähnliche Themen interessiert. Ne? Also da könnte ich zum Beispiel hier sagen, gut, ich spare mir einfach das Geld. Ich lasse eigentlich grundsätzlich meine Werbung nur bei Männern laufen. Ja? Also nur mal so als kurzen Inside-Hack. Und da gibt es andere, also wenn ich Frauenkosmetika habe, brauche ich die auch nicht bei Männern laufen lassen. Ja, es wäre eine reine Geld- und Zeitverschwendung. Hier kann ich natürlich sagen, auch wieder mal als Beispiel, was wir so von unseren Kunden her wissen, bei Themen wie Finanzen und so weiter, dass letztendlich 18- bis 24-Jährige lassen wir da bei Kampagnen meistens grundsätzlich raus, weil die einfach noch sehr, sehr wenig Geld haben. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Werte und Statistiken dazu. Und wir haben ja die gleiche Erfahrung gemacht, dass letztendlich ja, sozusagen das hier so der Altersgrenze ist, wo einfach so über 80% der Nutzer herkommen. Da kann ich gleich sagen, okay, dann lasse ich alle anderen weg. Ja, weil da habe ich dann sozusagen vielleicht eine höhere Conversion-Rate und dadurch einen niedrigeren CPA, also Cost per Acquisition, aber da kann man dann später noch in weiteren Videos, das wollen wir jetzt hier nicht weiter ausführen, kann ich hier natürlich noch sagen, okay, ich habe irgendwelche Produkte, die nur für Leute relevant sind, die eben Familie haben, Kinder haben und so weiter, dann kann ich das hier eben noch ausgrenzen oder eingrenzen. Das ist eigentlich schon recht gut und man kann davon ausgehen, dass auch Google, YouTube hier noch weitere immer wieder mehr, also das auch immer wieder verändert und verbessert, ja, in Zukunft. Hier geht es weiter mit Zielgruppen.
Ja, das ist natürlich auch sehr interessant. Jetzt geht es dann schon wirklich sehr granular hier rein. Zielgruppen, ja, was Zielgruppen betrifft, hier wird auch Google immer schlauer und letztendlich geht also komplett in die Richtung wie Facebook Werbeanzeigen. Also nochmal ganz kurz, das wird dann schon relativ komplex und also hier kann ich zum Beispiel bei Suchen, ja, ich kann hier benutzerdefinierte Zielgruppen auswählen und dann letztendlich hier bei, zum Beispiel bei Lebensereignisse, ja, kann ich mir Leute aussuchen, die jetzt Hochzeit, ja, sozusagen, die gerade eine Hochzeit oder planen oder gehabt haben. Oder hier zum Beispiel Unternehmensgründung, ja, also die sich halt hier Unternehmen sozusagen gegründet haben, ja. Und das ist natürlich schon, wenn ich diverse Produkte verkaufe, die halt einfach relevant sind für Leute, die Hochzeit die heiraten wollen oder halt hier, hier ist, gibt es sogar nochmal Unterpunkte, gründet bald ein Unternehmen, ja, also wenn ich jetzt ein Produkt habe, ja, welches hohe Relevanz hat für ja, Jungunternehmer, ja, die sozusagen jetzt in der Mache sind, ein Unternehmen zu gründen, ja, das ist natürlich genial hier und wenn man sich das mal anschaut, die Schätzungen sind 10 Millionen Impressionen pro Woche sind hier möglich. Also für Liechtenstein, Schweiz, Deutschland, ja, wir haben ja Liechtenstein auch mit dabei. Ganz, ganz wichtig. Dann ist es hochinteressant. Also hier, das will ich jetzt hier auch nicht weiter ausführen, weil das ist natürlich hochindividuell, ne? Also wenn du jetzt halt, ein Online-Shop bist für Zoo, für Haustiere, ja, das ist wieder was an, dann und so weiter. Ja, also das ist aber sehr, sehr interessant und es geht wirklich hier in eine Richtung rein, wo ich sage, okay, YouTube-Werbung ist wirklich dabei. In manchen Bereichen, was die Zielgruppendefinition betrifft, sogar Facebook ja, nahe gleichzukommen, beziehungsweise manches gefällt mir sogar noch hier besser wie bei Facebook. Ja. Und ja, gehen wir nochmal weiter hier. Also wir machen das wieder raus. Ne? Das sind jetzt nur Beispiele gewesen. So, Keywords. Hier kann ich natürlich ganz konkret sagen, okay, ja, das ist letztendlich hier wieder genauso wie bei der Google-Suche. Das heißt, wenn du schon mal Erfahrungen gesammelt hast bei Google Ads oder auch nicht, ich trage hier einfach ein Keyword ein, ja, also zum Beispiel CRM, ja, und dann wird eben meine Werbung geschaltet bei all denjenigen, die jetzt in Google YouTube das Schlüsselwort CRM reingeschrieben haben. Ja. Und von daher auch sehr interessant, weil ich hier einfach ganz detailliert ja, meine Videos anspielen kann, ja, ausspielen kann. Ja. Und hier sehe ich zum Beispiel, wenn ich hier CRM kaufen eingebe, dass das jetzt also zum Beispiel, also wenn ich jetzt habe, also bei CRM habe ich 480.000 Impressionen. Hier sehe ich die Begrenzung, ja, durch das Inventar, durch das begrenzte Inventar. Und wenn ich jetzt hier kaufen, CRM noch spezifischer mein Keyword eingebe, dann habe ich halt hier eben potenziell nur 3.000 Impressionen mit dem Budget. Und das ist aber letztendlich spezifischer. Das heißt, ich spreche nur Leute an, die tatsächlich auch ein Keyword eingeben, wie CRM kaufen. Ich kann also davon ausgehen, dass die auch gerne dann mein Produkt kaufen wollen würden. Ja, und dadurch entsteht dann wieder eine höhere Conversion-Rate und ein geringerer Kosten, also Cost per Acquisition, also Kosten für jeden Verkauf. Ja, also sehr entscheidend auch. Dann hier Themen. Hier kann ich nochmal nach Themen, zum Beispiel Finanzen, Bankwesen, Buchhaltung, ich zum Beispiel Buchhaltungstools verkaufen möchte, ja, also oder einfach Software für Versicherungen, ja, dann kann ich das hier alles eingeben. Placements ist auch nochmal ganz interessant. Also hier kann ich zum Beispiel konkrete Kanäle auswählen, ja, also ich kann jetzt zum Beispiel Werbung in Kanälen meiner Konkurrenz direkt schalten. Ja, also das ist natürlich dann schon
Ja, mitunter sehr interessant, ja. Dann geht es weiter mit Gebote. Gebote, ich würde immer erst anfangen so mit 10 Cent, ja, pro C, per View. Ja, das ist so das Minimum, denn anders wie bei Google Ads, ja, wo man letztendlich immer mit dem möglichst höherem anfängt, ist es eben hier ähnlich wie bei Facebook. Man fängt erstmal klein an und dann kann man sich eventuell steigern, ganz langsam, wenn der Algorithmus sich dafür entschieden hat, dass die Ad besser konvertiert als wie vielleicht jetzt eine andere Ad. In der Regel hat man ja mehrere Ads, die man dann miteinander vergleicht und da soll man erstmal hier ein gewisse Daten sammeln, bevor man hier mit gleich höheren CPVs geboten reingeht und eine Menge Budget verbrät. Ja, hier könnte man natürlich noch eine Anpassung machen, wenn man es möchte. Machen wir jetzt erstmal nicht. Videoanzeige erstellen. Na, hier kann ich mir eben dann mein Video auswählen. Also, ja, zum Beispiel, also hier müssen natürlich Videos muss natürlich gegeben sein, dass man also sozusagen den Content muss man natürlich erstmal erstellt haben, ja, die Videos, die man dann bewerben möchte, und hier tut man einfach die URL rein und dann erscheint es jetzt hier. Ich werde mal hier versuchen, eine URL von meinen Videos hier, schauen wir mal, da reinzumachen. So. So, das wäre jetzt zum Beispiel hier eins meiner Videos, nur damit du mal siehst, wie das aussieht dann. Hier als Discovery-Anzeige, hier zum Beispiel als In-Stream, so sieht es dann aus auf Mobile. Hier einfach mal ein Video von einem meiner eigenen YouTube-Kanäle, nur so mal als Beispiel. Einfach Copy-Paste die URL hier oben rein und dann kann ich hier entweder auswählen überspringbare In-Stream-Anzeigen. Das würde dann so aussehen, hier auf Mobil, hier auf Desktop. Ja. Das heißt, ich werde einfach zwischen reingeschaltet oder beziehungsweise bevor überhaupt das eigentliche Video angezeigt wird des Nutzers. Also du kennst es wahrscheinlich selber, wenn du häufig YouTube guckst, dann werden einfach, du suchst irgendein Video aus und bevor dieses Video überhaupt beginnt zu laufen, wirst du sozusagen hier einer Facebook-Werbung ausgesetzt von Minimum 5 Sekunden und dann bist du erst, dann hast du es erst sozusagen, steht dir erst die Möglichkeit zur Verfügung, diese dann zu überspringen. Kann manchmal nervig sein, wenn es nicht hochrelevant ist, aber wenn es eben hochrelevant ist und auch dein Werbevideo letztendlich mit gewissem Mehrwert auch bestückt ist, dann werden die Leute in der Regel das auch weiter gucken. Ja? Das ist auch ein sehr springender Punkt, ob also letztendlich auch für deine Werbekosten, ob dann letztendlich die ja, deine Werbung jedes Mal übersprungen wird oder wie häufig sie übersprungen wird oder eben bis zum Ende geguckt wird. Ja, entsprechend natürlich wird dann deine Werbung auch mit einem entsprechenden Relevanzfaktor dann belegt und anders eben ausgespielt, als wie wenn sie eben grundsätzlich nur übersprungen wird. Ja, also weitere Details dann dazu in weiteren Videos. Jetzt wollten wir einfach nochmal schauen, wie sieht das Ganze aus hier. Das hier wäre sozusagen diese Discovery-Form. Das ist letztendlich nur, wenn ich jetzt halt auf YouTube mich befinde. Also ich persönlich liebe YouTube, ja, also, und finde es dann doch manchmal sehr interessant, wenn ich dann einfach hier ein Video sehe, in meiner Auswahlliste sozusagen, was ich als nächstes als Video schauen und gucken könnte. Und ganz oben rechts sehe ich dann sozusagen ein Video, das ich sonst so nicht vorgeschlagen bekommen würde. Und doch auch häufig oder sagen wir mal, der Algorithmus dahinter ist schon sehr, sehr gut, auch einen sehr hohen Relevanzfaktor hat bezüglich dem Thema, dem ich mich gerade in diesem Moment widme als User. Und von daher auch sehr, sehr interessant. Eine von den beiden würde ich empfehlen oder beziehungsweise beide in Kombination zu schalten, aber dazu war dann auch in weiteren Videos noch mehr. Diese Bumper Ads, die haben wir ja sozusagen erstmal außen vor gelassen. Die sind auch ein bisschen nervig, würde ich auch erstmal mich nicht weiter damit befassen.
Ja, hier gebe ich dann ganz einfach den Anzeigentitel rein. Also in dem Fall würde ich einfach sagen, fünf Faktoren, die ich als IT-Experte machen würde, um Neukunden zu gewinnen. Dann hier Textzeile 2. Das kann hier zum Beispiel eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sein. Für IT-Berater. Also, das ist jetzt schon zu lang, sorry. Schritt-für-Schritt-Anleitung wollte ich eigentlich hier gar nicht reinschreiben, sondern hier unten. Expertenanleitung für IT-Berater. So sieht das Ganze, so würde das Ganze dann aussehen. Anzeigename, hier würde ich einfach auch möglichst, wenn du dann im Laufe der Zeit sehr, sehr viele Anzeigen schaltest, würde ich hier eben auch einen numerischen Anzeigennamen hier vergeben, sodass du dann letztendlich immer wieder darauf zurückzuführen, also letztendlich deine Anzeigen auch sehr leicht wieder identifizieren kannst dann später. Ja? Also hier würde ich zum Beispiel sagen, Neukunden 001. Ja, also das Thema Neukunden, erstes Video, also erste Anzeige zum Thema Neukundengewinnung oder Neukundengewinnung 001. Also ich könnte hier theoretisch noch 999 weitere Videos zum Thema Neukundengewinnung machen. Und hier dann sozusagen der einzigartige Name, würde ich also möglichst detailliert hier die fünf Faktoren, ja, so dass ich es auch wieder finde hinterher. Tja, wenn ich dann soweit mit allem zufrieden bin, was ich hier so ausgewählt habe, Thumbnail und so weiter und so fort, kann ich einfach auf eine Kampagne erstellen gehen. Ja, jetzt haben wir diese Kampagne letztendlich fertig erstellt und hier sehen wir dann die Auswertung, sprich die Statistik, also Conversion, Kosten und so weiter und so fort. Und damit wäre dieses Video fürs Erste, dieses Einführungsvideo, wie erstelle ich eine Video-Ad-Kampagne, beendet. Herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.